Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es mal wieder um die Fiole der Sande gehen, beziehungsweise das Rezept für die Fiole der Sande. Da bin ich ja jetzt schon mittlerweile seit längerem dran. Und ich hoffe, dass ich heute mal Glück habe. Ich war wieder fleißig, habe ein paar Archäologie-Artefakte zusammengefarmt, hier restauriertes Artefakt. Und da wollen wir jetzt wieder 50 von raushauen. Und da möchten wir uns einmal das Artefakt von den Tolvir, hier haben wir es, kaufen. Schauen wir mal, 50 Stück. Und wenn ich ganz viel Glück habe, dann kriegen wir ein paar Kanoven-Procs. Und in den Kanoven wiederum kann dann einmal das Rezept drin sein. Ich habe jetzt schon echt viele von diesen Kanoven aufgemacht. Und ich hoffe, dass ich erstmal die Kanoven kriege und dann natürlich auch das Rezept rausbekomme. Die 50 Dinger zu farmen dauert relativ lang. Ich bin immer noch am Farmen in Warlords of Draenor. Ich habe auch schon ein bisschen was in Legion gefarmt. Ich meine, Warlords of Draenor ist tatsächlich das, wo man es quasi am schnellsten bekommt. So, Kisten haben wir eingetauscht. Dann würde ich sagen, machen wir die mal auf. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Relikte raus. Das sind nämlich nochmal so extra Teile, wo wir dann ein bisschen einen Bonus haben quasi. Die können wir dann mit zusätzlich reinsockeln. Ah, da haben wir sie. Hieroglyphen, der Tolvir. Genau, die wollen wir haben. Die könnte ich theoretisch auch im Haar kaufen, ne? Sind bloß relativ teuer. Okay, wir haben schon internen Taschenfehler. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier schon einmal vollgefüllt sind. Jetzt gucken wir mal rein. Ein bisschen was können wir noch rausholen. Perfekt, interner Taschenfehler. Ich hoffe, ich verliere da jetzt keine Relikte. So, ich glaube, 200 oder 250 ist das Maximum, was man rausholen kann. Ihr seid bereits tot. Ah, genau. 200 haben wir. Dann, da können wir gleich schon mal ein paar Relikte reinbasteln. Als erstes haben wir eine Katze, die bringt mir nichts. Dann haben wir die Skizze, die bringt mir auch nichts. Die Oase, das ist auch ein falsches Ding. Nochmal die Skizze. Oh nein, komm, gib mir doch eine Kanofe. Okay, das war jetzt schon mal eine Nullnummer. Jetzt machen wir nochmal ein paar auf hier. Ich hoffe, dass zumindest eine Kanofe dabei ist. Sich von euch abwenden. Na komm, machen wir alle auf. Nicht ganz so sicher, wenn ich zu schnell drauf klicke, ne? Aber im Normalfall sollten die schon alle mit rauskommen, auch wenn ich hier ein bisschen zügiger klicke, sonst dauert es mir so ewig, die ganzen Sachen aufzumachen. So, okay, das machen wir dann gleich auf. Jetzt schauen wir mal, da können wir noch hier eins von den Hieroglyphen-Dingern benutzen. Da haben wir sie, die Kanofe. So, jetzt wird's interessant. Machen wir die anderen noch klein hier. Vielleicht ist ja noch eine dabei, wenn wir ganz viel Glück haben. Nee, sieht nicht danach aus und... Oh Mann, es war wieder ein graues Item dabei. Wenn es nicht so traurig wäre, wäre es schon wieder lustig, ich sag's euch. Ja gut, ich glaube, ich kann wieder losziegern und vielleicht nochmal so 50 zusammenfarmen. Soll einfach nicht sein hier an der Stelle. Ja, bisschen demotiviert werde ich jetzt hier ein bisschen weiterfarmen und ich melde mich dann wieder, wenn ich quasi wieder genug Relikte habe. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Opening wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.